Was grinst du so? Ich habe Montag geschafft. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Heute ist der erste Tag nach dem Urlaub und das ist immer ein ganz furchtbarer Tag. Montag. Weil Montag ist nicht Schontag, sondern Borkheide News TV Tag. Hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind wir wieder, der Matze und der Lutze. Gruß der Woche, Matze. Gruß der Woche geht heute an, wir nehmen heute mal alle Geburtstagskinder oder Erwachsene und Ninnen. Geburtstagskind heute ist Bundesdatenschutzgesetz, deswegen nicht, aber weißt du Bescheid, trotzdem alles Gute. Jo, Matze, die Ferien sind zu Ende. Und die Eltern freuen sich endlich wieder, dass sie Ruhe haben. Stimmt's? Ja, wenigstens einen halben Tag lang. Ja. Ja. Und der Monat ist auch fast zu Ende. Und das heißt natürlich, es gibt wieder dicke Pinke am Wochenende, am Monatsende. Guck mal, Woche ist ganz flach. Ja, und dann ist Monatsende, gibt es immer Kohle. Und dann, früher war das so, da sind dann die Papas immer in die Kneipe gegangen und haben sich mal so richtig genehmigt und so richtig. Mit der Lohntüte. Aber ordentlich, ja. Und zu Hause haben sie dann Drösche gekriegt von Mama, weil das Geld wieder alle war. Aber heute kann man nicht mehr in eine Kneipe gehen. Er passt ja auch nicht durch die Maske durch. Wegen Corona. Ja. Ist verboten. Da sind wir wieder bei Corona, Matze. Das Thema des Jahres, ne? Eigentlich schon. Das verfolgt uns. Hier im Amtsbereich zum Glück wenig und im Land Brandenburg. Naja, eher mäßig. Die Inzidenz ist wieder gefallen unter den 35-Wert. Wir liegen bei 33,25. Jo. Wir sind unter 35. Unter 35 und im Amtsbereich Brück bei unseren 11.000 Einwohnern mit 2 Infizierten immer noch. Ja. Heute nachgeguckt auf der Seite vom Amt Brück. Da würde ich mal sagen, ihr macht alles richtig in der Gegend und weiter so, dass die Zahlen bei uns unten bleiben. Ich gehe mal mit Maske auf Toilette. Ist richtig so. Mhm. Und auf die Bank, ne? Kriegst du mal Geld dann. So, viel mehr ist trotzdem nicht los bei uns. Es ist immer schwierig, Bericht zu erstatten, außer dass es hier immer rauscht auf der Straße. Ach, richtig laut. Nicht nur das. Und alle Leute rufen immer irgendwie, grüßen die alle die österreichische Landeshauptstadt. Genau. Die rufen alle Hallo Wien. Hallo Wien. Ja, Samstag. Was die meinen? Samstag. Ist wieder Grußtag an Wien. Genau. Halloween. Samstag sind sie wieder unterwegs, die gruseligen Monster. Auf Abstand natürlich. Meinst du? Klar. Und wir können endlich wie im Karneval, können wir dann die Kinder mit Bonbons bewerfen. Genau, wir schmeißen vom Weiten mit Bonbons. Machen wir. Ja. Ja, und weil nicht so viel los war, marschieren wir gleich zum Sport oder was? Hast du noch was anderes? Pilzzeit ist. Ach, Pilz, interessiert mich nicht. Nee, warum nicht? Nee, die stehen in der Dose im Supermarkt. Das kennt sich nicht richtig aus mit Pilzen. Der macht immer die Kronkorken auf. Früher jedenfalls. Pilze, Reicht mir. Ja, Fußball. Borkheide hat gespielt gegen Niemek. Eigentlich unser Mitaufsteiger aus der zweiten Kreisliga. Klasse. Kreisklasse, die sich da zumindest gestern auf dem 4. Platz bewegt haben, Tabellenplatz. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch in höher gerutscht sind, müsste ich nochmal nachgucken. Immerhin aber ist auf jeden Fall unverändert geblieben im Tabellenplatz. 6:1. Hat Niemek gewonnen. Aber das natürlich verdient und was der Trainer dazu sagt. Hartmut, 6:1, verdient verloren. Muss ich so hinnehmen, aufgrund der zweiten Halbzeit auf alle Fälle berechtigt. Ja? Wenn der Gegner konsequent seine Chancen nutzt, wird es zweistellig. Was ich gesehen habe, Zuspiel beim Gegner hat besser geklappt als bei uns. Ja. Triffst es ja, du merkst selber, ich bin im Moment noch ein bisschen sprachlos, was ja eigentlich selten vorkommt. Ja, kommt selten vor. Aber heute war, was wir uns vorgenommen haben, hat in der Anfangsphase funktioniert. Wir gehen zum ersten Mal in dieser Saison in Führung, nehmen dieses positive Momentum leider nicht mit. Durch 2 individuelle Fehler liegen wir kurz danach 2:1 im Rückstand, schwächen uns durch eine gelb-rote Karte, die absolut unnötig war. Und dann hast du ca. 70 Minuten lang in Unterzahl zu spielen und dann ist das Ergebnis. Ja, so sieht es wohl aus. Ne? Ja. Wir können nur noch sagen, nächstes Spiel ist in Samund, nächsten Sonntag. Ja. Da kann ich leider nicht dabei sein, aber das geht schon um 11.30 Uhr los in Samund. In Samund, ja. Das Spiel wird in Rehbrücke meines Wissens nach stattfinden, da auf dem Kunstrasen. Aber da müssen wir noch mal genau gucken. Aber auf alle Fälle Gegner aus Samund 2. Und wir spielen auf Kunstrasen. Ja. Und dieser Kunstrasen haben wir voriges Jahr auch da ja gespielt.
war in Rehbrücke. Ja, okay. Man kann die gegnerische Mannschaft, der gegnerischen Mannschaft nur gratulieren. Die waren gut. Die sind also speziell in der zweiten Halbzeit verdient auf ihrem Platz und unsere irgendwie auch verdient auf ihrem Platz. Ja, muss man so akzeptieren. Das ist im Moment ein Spiegelbild dessen. Mhm. Wie gesagt, wir hatten zwar das Erfolgserlebnis heute zum ersten Mal, aber wir konnten es nicht fortsetzen. Das ist dann, da fehlt es dann eben doch an einigen Ecken und Enden. Ja. Das ist, also es ist schwer, Urteil zu fällen, aber ja. Weil man am Wollen liegt es ja nicht. Da sieht man ja daran, dass wir eine Trainingsbeteiligung immer noch gut haben. Also daran sieht man, dass die Jungs ja wollen auch. Ja. Die Umsetzung, daran hapert eben im Moment ein bisschen. Okay. Der Wille ist da, das sieht man. Wir haben eine Trainingsbeteiligung donnerstags von zwischen 13, 14 bis hin zu 18, 19 Leute. Daran sieht man ja, dass die Jungs wollen. Ja. Sie setzen es nur auf den Platz nicht um. Der Kopf ist halt eben, der spielt eine große Rolle. Das wissen alle, die schon mal Fußball gespielt haben. Aber ja, nehmen wir uns jetzt kein Beispiel an Schalke. Die haben 21 Spiele lang nicht gewonnen. Wir haben das, noch Humor. Haben noch ein bisschen Humor. Ja, lassen wir es ausklingen. Wünschen wir einen schönen Sonntag, auch einen Restsonntag. Genau, nochmal ein Dankeschön an die zahlreich erschienenen Fans, die sich das Woche für Woche hier auch noch antun, muss ich mal so sagen. Ja. Hut ab, dass sie die Mannschaft immer noch unterstützen. Ein großes, großes Lob dafür und ich hoffe, dass sie trotzdem noch weiter zur Stange ist. Es war auch überraschend gewesen, dass ganz, ganz viele Niemecker hier waren. Das war für mich nicht überraschend. Gut, das war es aber hier wieder auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz. Solange Corona uns das noch zugesteht, werden wir hier weiterkämpfen. Sowieso. Das war's. Alles tschüss. Klar. Tschüss. Ja, fast sprachlos, ne? Der Gute. Ja, man weiß ja nicht mehr, was man dazu sagen soll so richtig. Ich meine, die kämpfen ja mühsam. Aber immerhin haben sie das erste Tor geschossen. Ja, ja. Und weiter so, rein in den Strafraum. Dann Mojo gibt's auch einen Elfer. Ja, Mojo. Rein in den Elfer, weiter so. Druck nach vorne machen, dann wird es mal wieder. Genau. Und wir kommen nächstes Jahr dann in den Sturm. Sturm? Von den Sturm. Wieder ein Orkan ist. Wintersturm. Kommen wir in den Sturm. Wintersturm. Ja, das nächste Spiel Sonntag natürlich, wie immer. Allerdings, das nicht zu vergessen, um 11.30 Uhr schon in Samund-Bergstraße auf dem Rasenplatz dort. 11.30 Uhr ist ja vor dem Aufstehen. Und aktuelle Infos beachten, falls der Platz nicht bespielbar ist. Mhm. Sowas beim letzten Mal ist nach Rehbrücke ausgewichen worden. Ja, aber ich glaube, es regnet nicht, oder? Was sagst du? Ja, da kommen wir doch gleich zum Wetter. Jetzt sind wir beim Wetter. Sag mal, du kennst La Nina? Ist mir persönlich so, naja, doch, die ist uns allen schon mal begegnet, weil jeder wird sich erinnern an den Nicht Winter. Zu verwechseln mit El Nino. Nein, der ist ja in Südamerika, Richtung Stillen Ozean raus. Der La Nina hat uns 2010 hier ganz schön viel Schnee beschert. Vielleicht schicke ich dir noch ein Foto nachher, kannst du es hier noch einblenden, wie es mal aussah. Also wir waren richtig dicke Schneeflocken und 30, 40 Zentimeter Schnee und das einige Zeit lang 2010 und dann war es ein bisschen ruhig. Ich glaube, dann war 2016 nochmal. Das war nochmal Schnee. Es war Schnee. Auch 13 war auch ein bisschen Schnee im Januar. Aber dann war es eigentlich, die letzten Jahre kam hier kaum was runter. Mhm. Und dieses La Nina-Phänomen wird jetzt schon überall so ein bisschen beschrieben, dass es sich doch wieder bilden könnte. Und das ist dann ein riesiger Polarwirbel, der uns halt dann mit Schnee versorgen würde, so er denn kommt. Klimaphänomen. Und im Moment, die kalte Schwester des El Niño ist derzeit eigentlich sehr gut ausgeprägt, sind so die allgemeinen Meinungen bei den Meteorologen. Schauen wir mal. Wir haben das nur abgelesen. Die kalte Schwester. Die kalte Schwester. Die kalte Schulter. Soll für einen kälteren Sommer sorgen. Naja, was heißt ein kälterer Sommer? Das heißt ja nicht, dass es kalt Winter. Wird. Winter. Hast du jetzt Sommer gesagt? Habe ich doch Winter gesagt? Nee, du hast Sommer gesagt. Habe ich Winter gesagt? Weißt du, auf dem Film, kannst du nachgucken. Ja, ja, okay. Ja, du wünschst dir mal einen kalten Sommer. Und wie sieht es dann diese Woche aus? Kommt schon Schnee? Diese Woche? Regen kommt. Wir haben ganz tolles Herbstwetter. Also für Freunde des Herbstwetters und der Herbstdepression. Es ist für alle was dabei. Temperaturen im unteren zweistelligen Bereich. Nachts geht es in den einstelligen Bereich runter. Wenn es regnet, bleibt es nachts etwas wärmer durch die Wolkenschicht, die uns da begleitet. Heute hat es ja schon geregnet. Donnerstag ein wenig Regen. Freitag vielleicht ein bisschen mehr, bis zu 6 Liter den Quadratmeter. Für Brockheide, naja, es tröppelt. Kein Frost?
Kannst ja Freitag. Freitag hat schön geregnet hier, ne? Warst du auf der Autobahn unterwegs und hast gesagt, hast du nicht mehr gesehen, ne? Da hat es rampiert, da hat nicht geregnet. Da war ja geschüttet, ne? Da war ja, ich dachte, ich bin mit dem U-Boot unterwegs. Ich war kurz mit dem Fahrrad im Schwimmbad. Da war ja war da auch durch. 20 Meter Sichtweite und die rasen wie die Bekloppten auf der Autobahn. Also geht ja gar nicht. Neben dir, als du es überholt hast, ne? Die haben alle gestanden. Ne? Ja. Nein, aber das war wirklich schlimm, muss ich mal sagen. Aber ich bin heil durchgekommen und wieder zurückgekommen. Alles gut. Jo, Matze. Ja, es ist Corona-Zeit, wir haben nicht mehr. Wir haben nicht mehr, ne? Wir würden ja gerne noch mehr von irgendwas berichten, was hier los gewesen wäre, aber vielleicht kann ich eine gruselige Maske am Samstag fotografieren. Da machen wir mal ein Bild für nächste Woche noch. Wir gucken mal. Aus Wien? Aus Wien. Ja, also Samstag Halloween, Sonntag Samund. Am 31. geht auch die Gänsesaison im Fliegerheim los. Die ist doch jetzt schon eine Gänge, oder? Nee, es war Ente. Achso, das war Ente. Ente. Achso, ich esse ja lieber Ente, weil so eine ganze Gans schaffe ich nicht. Nee? Ich hatte immer so einen langen Hals, so kriegst du nicht runter. Die heißt aber Gans. Ja, eben, ganz so eine ganze Gans kriegst du, so einen langen Hals kriegst du nicht runter. Ich will mal sehen, wie lang die Gänsehalse sind. Und dann, wenn sie fertig sind, nicht mehr. Wieso? Was macht er? Hackt er den ab oder was? Nee, der bleibt doch dran. Ja. Hundefutter. Viel. Ja, okay, das war's. Wir können nicht mehr Blödsinn erzählen. Wir könnten noch, aber... Schöne Grüße ins Frühjahr. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Viel Spaß am Samstag. Bleibt gesund. Viel Glück am Sonntag der Fußballmannschaft. Wir sind nicht dabei. Ich habe einen ganz anderen wichtigen Termin. Da darf ich nicht drüber reden. Ich glaube, ich bin schwanger oder so. Nee. Ach, egal. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Matze und? Lutze und tschüss. Tschüss.